Achso, ich wollte euch nur erzählen, ich habe heute mit Arif telefoniert, ja? Habt ihr da die neuesten Ereignisse mitbekommen? Der Bruder hat mir nochmal eine E-Mail geschrieben, ja, ein paar Sätze, dies, das, ja, auch nochmal so über die letzten Tage und so weiter. Und ich habe gemerkt, dass der ein bisschen angeschlagen ist, ja, also dass der auf jeden Fall mies Kopfschmerzen hat wegen den letzten Tagen und so weiter, ja, auch wegen den Reactions von Roos, die fand er schon sehr herabwürdigend, ja. Das kann ich verstehen. Klar, es ist mein Humor, ja. Die erste Reaction habe ich gesehen, die zweite Reaction habe ich so zu zwei Dritteln gesehen, weil die wirklich lang ging, bin ich noch nicht ganz durch. Ja, aber es ist natürlich unschön, ja, logisch, logisch, ja. Wenn man da was abkriegt, ja, wenn man da mal derjenige ist, der den Spott auf sich zieht und so weiter, ja. Und da hat er mir auch nochmal geschrieben, dass er seinen kompletten Kanal deaktiviert hat und so weiter. Und ich dachte mir, Bro, ja. Mach doch sowas nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich schreibe ihm jetzt ja keine E-Mail mit meinen Gedanken dazu oder sowas, ja, sondern hab ihm auf Instagram versucht anzurufen. Dann über WhatsApp haben wir Nummern ausgetauscht, gequatscht eine Dreiviertelstunde. Und ich habe ihm nochmal so gesagt, so, ey, Digga, ja, also ich habe mir von dir abseits des Streams drei, vier Videos reingezogen, die nichts mit Deutschrap zu tun haben. Und man merkt, dass dir das Spaß macht. Man merkt, dass du dir Mühe gibst, man merkt, deine Videos sind nachbearbeitet, du hast Filter drauf, du machst dir Gedanken, wie du Schnitte setzt und so weiter. Das sind gute Videos. Und du hast jetzt schon ein paar Connections hinter den Kulissen, die aufgebaut und so weiter. Wirf das doch nicht alles hin, nur wegen diesem Shindy-Ding jetzt. Das ging nach hinten los, aber Bro, man merkt, dass YouTube dir Spaß macht, dass es dein Hobby ist, dass du da leidenschaftlich mit dabei bist, reduziere doch deine ganze Erfahrung auf YouTube, die du bisher gemacht hast, nicht auf diesen einen unschönen Moment, ja, auf dieses eine unschöne Topic. Zu dünnes Fell für die Szene habe ich ihm auch gesagt, ich habe ihm gesagt, Bro, wenn du weiter in YouTube machen möchtest, du musst ein dickes Fell haben. Dann, ja, wie gesagt, er hat gesagt, ja, so und so sieht's aus, bla bla bla, hat mir auch noch ein paar Sachen so erzählt, die dann so mit Shindy damals noch abgelaufen sind, die echt krass sind, die er gar nicht im Video erzählt hat, ja, würde ich natürlich jetzt auch nicht wiedergeben, die er auch hätte ins Video mit reinnehmen können, aber die wirklich richtig ehrenlos sind. Und ich dachte mir so, ey Bro, das tut mir dann auch leid, ja, wenn jemand einfach sagt, nee, dann lösche ich meinen ganzen YouTube-Kanal und so weiter, weil ich das Gefühl habe, dass ich gerade so der hier zum neuen Drachenlord gemacht werde oder sowas. Und sind wir mal ganz ehrlich, ja, er hat nichts gemacht annähernd, was dazu verleiten sollte, dass man ihn mobbt wie den Drachenlord. Deswegen habe ich ihn, wie gesagt, angerufen, habe ihm nochmal ein bisschen Mut und Motivation zugesprochen, habe gesagt, ey, Digga, erstmal, das Internet ist sehr, sehr schnelllebig, okay? Ich lade jeden Tag ein Video hoch, mindestens eins. Roos lädt, glaube ich, jeden Tag mindestens zwei Videos hoch. Das heißt, in 3, 4 Tagen sind da 8, 9 neue Videos. Und das, wo es um dich geht, ist komplett aus dem Algorithmus rausgefallen. Diese unschönen Nachrichten, die du jetzt kriegst, dieses vielleicht ein bisschen hämische, verspottende Feedback, was du gerade kriegst, das ist in 3, 4 Tagen hat sich das in Sand aufgelöst. Fokussiere dich lieber darauf, was du daraus ziehen kannst jetzt aus der Nummer. Du hast gerade Aufmerksamkeit. Viele Leute schauen wahrscheinlich jetzt, was macht der Arif als nächstes? In Luft aufgelöst. Ja, ist gut. Vielleicht schauen viele auch nur, um sich drüber lustig zu machen. Aber wenn du jetzt ablieferst mit geilen Videos, schauen sich die Leute die Videos an und denken sich dann, oha, der hat ja doch mehr drauf, als nur hier Schlacht mit Shindy auszuführen oder negative Erfahrungen mit Knossi zu erwähnen oder sowas. Marvin wird auch die ganze Zeit fertig gemacht und hört nicht auf. Richtig, ja. Nee, aber jetzt mal Real Talk, das gehört dazu. Und ich habe auch zu ihm gesagt, sei froh, dass du diese Erfahrung so früh machst. Weil es gibt Leute, die gehen steil, sind on top of the world und wenn sie dann das erste Mal einen Shitstorm bekommen, dann knicken sie komplett ein. Und machen komplett bizarre, nicht nachvollziehbare Sachen. Du bist viel zu gnädig mit dem. Ey, das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Überleg doch mal, was hat er denn gemacht? Was hat er denn gemacht? Ja. Er hat emotional überreagiert, hat ein Video gemacht, wo er sich ein bisschen unschön gegen mich äußert, hat sich dann aber im Internet gerade gemacht und gut ist. Ja. Ich habe auch zu Arif gesagt, Digga,
mach weiter Videos, reaktiviere deinen Kanal jetzt sofort. Ja, hat er dann auch gesagt, macht er. Und scheiß drauf. Ja, nimm das mit Humor und wachse an deinen Fehlern und wachse an deinen suboptimalen Videos. Ja, man kann doch nur draus lernen, Digga. Ja, sieh es als lehrreiche Erfahrung und spiel das Spiel mit. Gerade auch so, wenn, weißt du, wenn so Leute ihm da schreiben und so weiter. Ich weiß ja, Digga, ich krieg auch jeden Tag krieg ich Morddrohungen, jeden Tag schreibt mir jemand, du Hurensohn und dies, du Hurensohn und das. Es gab eine Zeit, da habe ich da jedem zurückgeschrieben, ja. Wie so ein Spast, Alter. Ganz ehrlich, ja. Da habe ich mich da mit irgendwelchen anonymen Internet-Rambos in den DMs gefetzt. Ich finde dich und alles, ja. Ich werde herausfinden, wo du lebst, bla bla bla. Ich werde dein Ende bringen, hier, dies, das, na na na. Und irgendwann mal habe ich mir so gedacht, Digga, was hast du die letzten 2 Stunden gemacht? Du hast nur mit irgendwelchen Hatern geschrieben. Bro, das Leben ist endlich. Da habe ich mir gesagt, ey, Digga, nein, ab jetzt, ja. Wer mir so in die DMs slidet, einfach blocken. Ohne, dass ich es überhaupt lese, einfach blocken, ja. Weg mit denen. Ja, einfach ausradieren, einfach liquidieren. Oh, ich dafür Zeit verschwendet habe, Bruder, ja. Und deswegen, hoffe ich einfach, dass Arif das nicht so sehr an sich rankommen lässt. Wie gesagt, er hat heute auch irgendwie Roos geschrieben, ey, nimm mal bitte alle deine Videos runter und so weiter. Hättest du mich vorher gefragt, hätte ich dir von abgeraten. Weil dieses Offline, Online, Offline, Offline, Online, Offline, Offline, Online, das saugt an deiner Integrität, das saugt an deiner Glaubwürdigkeit. Mit jedem Online-Offline-Wechsel machst du dich lächerlich. Ist halt leider so, ja. Entweder etwas bleibt für immer online oder etwas bleibt für immer offline. Einmal kann man es switchen, aber danach schwierig. Also bei Roos steht zum Beispiel auch das drinne Arif, ja, in seinem Videotitel. Und ich kann verstehen, dass ihm das vielleicht missfällt, weil, ja, jetzt mal Scherz beiseite, der hat ja trotzdem Business. Ja, der verkauft ja Shishas und so weiter, ja. Und das kann man auch alles nachchecken, das ist schon legit, ja. Der hat schon auch seine Kunden und alles drum und dran. Und wenn es dann auch darauf halt langsam so rüber färbt, der so langsam abfärbt, kann ich schon verstehen, wenn ihn das vielleicht stört. Ja? Dann hätte ich aber vielleicht eher dem Roosie Baby geschrieben, der auch kein Unmensch ist. Hey, kannst du vielleicht mal den Videotitel umnennen, dass nicht direkt, wenn man nach Arif auf YouTube sucht, nicht erst dein Video kommt und dann mein Kanal mit meinem ganzen Shit, ja. Ja, weißt du, ey, Bro, also mir ging es eigentlich nur darum, dass es mir leid tat, dass er gesagt hat, ich will YouTube komplett hinschmeißen, weil ist scheiße gerade, ja. Deswegen haben wir telefoniert und er hat gesagt, er macht weiter und ich bin gespannt, was er draus macht, aus der Aufmerksamkeit, die er jetzt hat. Und ich würde ihm wünschen, dass da jetzt geile Videos rauskommen und dass er dann uns auch mit anderen Sachen überzeugt, ja. Wir haben ihn auf dem Schirm jetzt. Weswegen wir ihn auf dem Schirm haben, ist vielleicht nicht das Ideale für ihn. Das hat aber auch selbst zu verschulden. Und jetzt kann er da Action machen. Ja? Und ich habe ihm auch gesagt, Digga, wenn nochmal irgendwas ist, videotechnisch oder sowas, und du meinst, das passt für die Community oder für den Stream, mach mich gern drauf aufmerksam. Schick mir gerne, Bruder. Wir sind doch alles keine Unmenschen, Digga. Ja? Und ich will das nicht, dass irgendwer sich aus dem Internet verpisst, weil er sich nicht gut fühlt. Ja. Und erst recht nicht wegen irgendwas, wo ich involviert bin, Digga. Das ist abliefern, genau. Ja. Jetzt muss er liefern, Digga. Und ich glaube, dass er nach dem Gespräch auch ausreichend motiviert ist und uns zeigen wird, dass Arif für mehr stehen kann als nur für das wahre Gesicht von Shindy oder das wahre Gesicht von XY. In diesen Hate muss man reinwachsen, das ist erstmal immer scheiße. Safe. Safe. Wie gesagt, ich hab da mit den Hatern, Alter. Ich hab mit denen diskutiert da, ja. Du HS, ich fick dich. Digga, das hätte ich eigentlich ein paar Screenshots machen müssen, Digga. Ich habe wegen Marvin auch Hater verekelt. Du bist auch langsam ein Star, Arizona. Ja, das ist so. Es gibt gottlose, ekelhafte Menschen, die in ihrem eigenen Leben komplett unzufrieden sind und nichts gebacken kriegen, als den ganzen Tag auf Twitter abzuhängen und Leute zu beleidigen
und Menschen auf ekelhafteste Art und Weise runterzumachen. Aber das heißt doch nicht, dass man sich mit denen seine kostbare Zeit verschwenden und vergolden muss, ja? Meine Insta-Nachrichten fangen alle so an, bist du Arizona aus Marvel and Streams, ja? Du bist die Queen hier, ja? Und wenn mich jemand nicht leiden kann und derjenige weiß, dass du mir am Herzen liegst, dann versucht man auch teilweise, dich dann zu fronten. Ist das schön? Mitnichten. Wird Karma das richten? Bin ich mir 100% sicher. Micha, danke für den Film, weil du bist manchmal wirklich ein Lieber, aber nur manchmal. In der besinnlichen Vorweihnachtszeit habe auch ich ein Herz. Ari will mit Ruth vor Gericht, da habe ich ihm auch nochmal ein paar Wörter zu gesagt. Der soll jetzt einfach sich darauf konzentrieren, mit dieser Aufmerksamkeit, für sich zu nutzen, ja? Digga, das, egal ob das jetzt aufgrund etwas Schönem oder etwas Unschönem ist, diese Aufmerksamkeit gerade kriegen sehr, sehr viele, die YouTube machen, ihr ganzes Leben lang nicht. Deswegen verwandle das in etwas Nützliches für dich. Mach aus etwas, was für dich vielleicht im ersten Moment erstmal unschön ist, etwas Schönes. Das ist die Kunst eines Machers. Liebe Grüße auf jeden Fall an Arif. Ich hoffe, der wacht morgen auf mit weniger Kopfschmerzen und vielleicht auch wieder mit Elan und Motivation, sich an YouTube wieder ranzutasten. Ich weiß nicht, hat er seinen Kanal schon wieder reaktiviert? Arif. Es war, der Call war direkt vor dem Stream. Ja, also deswegen. Ja, er hat ihn wieder reaktiviert. Schön. Ja, wie gesagt, Brudi, weitermachen, Gas geben, shake it off. Wie die großartige Taylor Swift zu sagen pflegte. Shake it off.